Das Normale ist halt, dass man es von sich wegschiebt. Das ist das, was die meisten Leute machen. Und ich wollte halt einfach, dass die mit mir auf diese Reise mitgehen. Sauli war genau 154 Tage alt, als es schlachtreif war. Das hat einen traurigen Aspekt. Also diese Tiere, eigentlich sind die das erste Mal in ihrem Leben draußen auf dieser Rampe, wo sie in diesen Laster reingehen, sehen kurz diese Nachtluft. Es hat total geschneit in dieser Nacht. Es war so eine ganz verzauberte Nacht. Und dass man weiß, die gehen jetzt auf den Schlachthof und das ist jetzt das Ende. Die kommen da an. Dort stehen dann schon relativ viele andere Lastwagen mit Schweinen. Das ist natürlich total durchorganisiert, wann welche ausgeladen werden. Und das ist das Gleiche im Schlachthof. Man tut die dann in kleinen Gruppen in so Buchten rein. Und diese Buchten, die führen immer weiter zum CO2-Lift, also zum Betäubungslift. Es ist auch da nicht laut. Es ist auch da nicht so, dass die Tiere vorwärts getrieben werden. Sie sind nicht panisch. Es ist wieder nicht das, was man sich vorstellt. Ich glaube, es gibt Schlachthöfe, wo das anders ist. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass das immer so ist. Aber da sind sie eigentlich nicht gestresst. Sie ahnen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Sie sind wirklich ahnungslos und arglos und eigentlich fast ein bisschen vertrauensselig. Was natürlich dann sehr enttäuscht wird im nächsten Moment. Dieses Schwein, das Sauli, war ja ganz ein besonderes Schwein. Das hatte so eine spezielle Färbung, so einen rostbraunen Sattel und so ganz lange Wimpern. Also ein besonders gefärbtes Schwein und auch sehr hübsch. Aber irgendwann kann man es wirklich nicht mehr unterscheiden von all den anderen Hälften da. Und irgendwann funktioniert ja das, was uns auch möglich macht, das so zu abstrahieren. Wenn wir Fleisch essen wollen, irgendwann sieht es ja auch nicht mehr aus wie ein Tier. Irgendwann sieht es aus wie ein Schinken. Das ist nicht so grässlich, wie man es sich vorstellt, weil man es sich falsch vorstellt. Man denkt immer an diese quietschenden Schweine oder eben, ich hatte auch Angst, die sind dann vielleicht nicht ganz betäubt. Es ist in einer anderen Dimension so grausam. Es hat was ganz Grausames zu sehen, wie industrialisiert diese Produktion funktioniert, also wie sehr wir diese Tiere als Produkt behandeln. Und wie durchorganisiert das ist. Und das hat ein eigenes, ein stilles Grauen in sich. Es ist eben ein stilles Grauen und kein lautes. Mir war das sehr wichtig, diesen Artikel nicht als Aktivistin zu schreiben. Ich bin nicht Aktivistin, ich bin Journalistin. Und es war mir auch sehr wichtig, ihn nicht mit einem erhobenen Mahnfinger zu schreiben. Ich finde, die Leute sollen hinschauen. Ich finde, das ist eigentlich eine Verpflichtung. Man sollte sich damit auseinandersetzen, wie das gemacht wird und welche Schlüsse man daraus zieht. Das überlasse ich gerne den Leserinnen und Lesern. Persönlich glaube ich, dass strengere Gesetze nötig sind, um für das Tierwohl zu sorgen. Ich glaube nicht, dass man sich immer damit rausreden kann, dass der Konsument halt entscheidet, was er will und dann nimmt er halt das Billigste und das geht dann auf Kosten der Tiere. Also ich finde, es täte den meisten Leuten gut. Es würde ihnen wieder mal in den Sinn kommen, dass das Tiere sind, was wir da essen. Oder gerade auch, wenn ich ein Schnitzel für viel weniger Geld noch kaufe als in der Schweiz, und in der Schweiz ist es schon sehr billig, dann zahlt jemand den Preis und der Preis bezahlt das Tier.